Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo Schalker, pünktlich zum nächsten Heimspiel melden wir uns wieder vom Kia Autotalk im schönen blauen Wagen vom Abi. Ja. Wien Wiesbaden, der große Unbekannte oder wie Ach, siehst du das? Nee, Wiesbaden hat ja nur 4 Punkte mehr als wir, ist aber eigentlich schon. Ich wäre auch froh, Peter, wie wir ja gesehen haben. Das Spiel in Kiel, das war gar nichts gewesen. Da haben wir uns wirklich den Finger in der Nase gebrochen, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Da hatten wir so viele Ausfälle gehabt, wo ich selten gesehen habe bei uns. Aber wir sind in einer Situation, das weißt du auch, wir müssen die Heimspiele gewinnen. Und das habe ich jetzt aber auch schon länger gesagt. Heimspiele gewinnen, dass du da irgendwie unten rauskommst und eventuell mal auswärts was holst. Ja. Nur das Problem ist, Peter, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, Paderborn, du hast noch St. Pauli, du hast Düsseldorf. Magdeburg. Ja, ja, das ist in Magdeburg. In Magdeburg, ja. Das wird auch schwer, aber ich rechne jetzt nur mal die Heimspiele. Also die Heimspiele, ja. Hannover 96 kommt hier hin, also das sind alles schon Kracher. Und wir haben bis jetzt einen Kracher nur gehabt. Ja. Das war der HSV. Und da haben wir verloren. Da haben wir gleich verloren. Genau so ist das. Also das ist dann schon, sollte man überlegen, wie wir und wo wir die ganzen Punkte herholen. Auch zu Hause. Man kann jetzt nicht nur sagen, wir gewinnen zu Hause. Und da kommen noch ein paar richtig gute Mannschaften hin. Ja. Also Wiesbaden hat sich eigentlich stabilisiert in der zweiten Bundesliga. So sehe ich das jedenfalls mit 27 Punkten. Der Rückrundenstart ist besser gelaufen als unser. Die haben drei Unentschieden, einen gewonnen, einen verloren. Und immerhin haben sie einen Punkt geholt in St. Pauli, sage ich jetzt einfach mal. Mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Trotzdem dürfen wir uns im Grunde genommen über Wien Wiesbaden gar keine Gedanken machen, Abi. Nein. Mein Gott, wir wollen dem Verein jetzt nichts Böses, aber wir sind der FC Schalke 04 und bei aller Liebe jetzt. Wir wollen doch dem Verein nichts. Nein. Wir wollen, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Ja. Mehr nicht. Wollen wir. Und es ist so viel Blödsinn schon entstanden da mittlerweile, dass man natürlich darüber trotzdem reden muss. Muss man. Was da abläuft. Ja. Ja, es kann nicht sein, dass wir Spieler holen. Soppi. Ja, den Soppi holen und der ist körperlich nicht fit. Ja. Also dann frage ich mich nur, hallo, wer untersucht die Spieler denn? Na, nicht nur wer untersucht, wer beobachtet die? Ja, beobachtet sowieso. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber wer hält den Kopf jetzt dafür hin? Ja. Wer holt die Spieler? Ich muss doch, wenn ich doch einen Spieler hole, da wird der da durchgecheckt. Da weiß ich doch nach einem halben Tag, wenn er durchgecheckt ist, hat er was drauf oder nicht? Ja. Aber dann kann ich doch nicht nach 3-4 Tagen sagen, oh, der hat nichts drauf. Also ich bitte dich. Also, da fängt es wieder an und da ist wieder das. Da können wir uns, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Wo wir uns drüber aufregen. Ja. Aber Supi ist jetzt weg. Wo sich alle drüber aufregen. Ja, natürlich regen sich alle. Alle Schalker regen sich auf. Warum muss ich nicht? War so ein Transfer. Ja, dass Gerrits da nicht auf dem Tisch haut, verstehe ich sowieso nicht. Ja. Ja, also normalerweise hätte er sagen müssen, was ist das denn? Ihr bringt mir einen Spieler, in der körperlich gar nicht fit ist? Naja, okay, das ist aber Wilmut seine Sache. Was, wer oder was den geholt hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube eher, dass man das dem Wilmut zupflastern muss. Ja, auf jeden Fall. Also der ist dafür verantwortlich. Okay, da sollen wir uns eigentlich... unsere Meinung dürfen wir uns darüber bilden. Ganz einfach. Selbstverständlich. Ja, absolut. Also, und da denken wir ja nicht, wir sind ja nicht alleine mit unserer Denkweise, in keinster Weise. Warum holen wir Spieler, die nicht richtig fit sind? Also, wenn ich sehe, wie viele Spieler von Schalke in der zweiten Bundesliga, Timo Becker, beste Beispiel, rechter Verteidiger bei Holstein Kiel. Ja. Wurde abgegeben. Wurde abgegeben. Ich glaube sogar für Kleingeld. Skripschik macht das vor. Ja, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Der steht da ganz alleine rum. Ja, wo war's? Wir sind mit 10 Leuten hinten oder mit 11 Leuten mit unglaublich, Torwart. Unglaublich. Und der steht da hinten halb links ganz frei und kein Mensch kümmert sich um einen Stürmer. Das ist ja kein Mittelfeldspieler oder irgendwo ein Abwehrspieler. Den immer aus den Augen füllen. Das ist ein Stürmer, da muss doch eine Zuordnung sein. Es kann doch nicht sein, dass da einer ganz alleine steht und sagt, oh, danke schön, und haut das Ding ran und wir verlieren 1-0. Trotzdem, Abi, wie laufen wir morgen auf? Was machen wir morgen? Sieg. Es kann ja nur ein Sieg sein. Das geht nicht anders. Also wenn wir morgen hier Punkte lassen zu Hause, dann sehe ich ganz schwarz, weil ich... Das, was ich gerade gesagt habe, es kommen noch zu viele gute Mannschaften. Ja, unbeschwert. Da wirst du nicht alle Spiele gewinnen.
Und auch gegen die unten, gegen die wir noch spielen. Das wird nicht einfach. Das ist ja logisch. Spielen wir in Magdeburg. Wollte ich mal sagen. Alles klar. Stadion, ja. Die haben schöne Stadion, ja. Die sind ja. Auch verrückt. Die Fans sind verrückt, genau. Ja. Aber es nutzt alles nicht. Wir müssen durch. Und wir müssen gewinnen das Spiel und feiern. Peter, ich weiß nicht, aber ich schätze mal 2-0 für uns. 2-0 für uns? Das muss drin sein. Ich sag 3-1. Okay. Okay? Alles klar. Also Schalker, Glück auf. Alles Glück Gute. Auf. Bis dann. Nur der SO4. Ciao, ciao.